Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Ich bin gerade in Umbrien, habe hier so ein ganz kleines Ferienhäuschen mit, ja, vielleicht 40 Quadratmeter. Meine Frau bringt den Kleinen gerade ins Bett und ich habe mir gedacht, ich koche doch mal was Leckeres, ein leckeres Cheat Meal. Wir Fitnessleute sind immer sehr beschränkt auf sehr klare Nährstoffverteilung und ich bin im Urlaub, ich habe gar keinen Bock darauf zu achten. Und vielleicht hast du auch manchmal keinen Bock und willst was Leckeres kochen, hast aber keine Ahnung und kannst einfach nur eine Ofenpizza reinhauen. Dann ist das Video genau das Richtige. Schau es dir an. Flavio Simonetti, Retter der Dünnen. Heute gibt es was sehr Leckeres und zwar, ich war schon einkaufen, gibt es hier Ravioli di Carne, also Ravioli mit Fleisch und dazu gibt es etwas Sahne und dazu, lass uns mal gleich in den Kühlschrank schauen. Hier, ich bin auch sehr locker, diesmal gibt es sogar Cola, ist mir alles ziemlich egal gerade und ganz wichtig, hier ist Schinken, habe ich eingekauft. Richtig geiler roher Schinken, sieht man hier schon. In Italien sind die Lebensmittel deutlich teurer, aber man muss sagen, die Qualität ist halt auch viel geiler. Also man zahlt mehr und es schmeckt auch besser. Und von daher würde ich sagen, hau ich mal rein. Also als allererstes für den Geschmack kommt ein Knoblauchzehe. Frischer Knoblauch ist für den Geschmack sehr, sehr wichtig. Je frischer die Zutaten sind, desto besser. Und das Interessante ist, man braucht gar nicht so viele. Also ich schneide hier einfach so ein paar kleine Stücke runter für den Geschmack. Du siehst hier, habe ich die Stücke Knoblauch schön klein gehackt. Ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht es perfekt. Hauen wir gleich mal in die Pfanne rein. Das ist ein sehr, sehr schnelles Essen. Muss man nicht allzu viel beachten. Kann man auch nicht allzu viel falsch machen. Und ich liebe das Essen. Ich esse es nur viel zu selten, weil man immer sehr fitnessaffin ist und da immer darauf achtet, dass die Figur passt. Aber mir ist es gerade ziemlich egal. Und ist eine coole Sache, auch mal ein bisschen lockerer mit dem Thema umzugehen, weil es, ja, das Leben ist manchmal einfach zu kurz, um immer nur auf seine Carbs zu schauen. Man soll auch mal seine Freiheit haben, einfach ein bisschen lockerer essen, weil es tut auch mal der Seele gut, nicht nur den Muskeln. Hier, also es ist jetzt langsam schön angebraten. Jetzt haue ich hier die Knoblauchzehen dazu. Ich hoffe nur, ich habe jetzt hier einen guten Löffel. Perfekt. Hier, ich liebe Holzlöffel. Der ist ein bisschen ziemlich groß hier. Aber, ah, hier sind kleinere. Perfekt. Also einfach ein bisschen warten, bis das Ganze hier anbrät. Panna ist für die, die kein Italienisch können, ist Sahne. Ja, brauchen wir nicht auf den Fettgehalt schauen, aber wir gucken trotzdem mal drauf. 35% Fett. Ja, also, ich mache hier mal das Ganze auf. Oh ja, das sind die besten Öffnungen. Gleich das Teil dafür abgerissen. Man sieht, hier brutzelt es schon ganz schön. Deswegen kommt jetzt auch die Sahne dazu. Ich hau da ruhig ein bisschen mehr Sahne. Das ist eine ganze Packung jetzt hier. Sind wir bei 250 Milliliter. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. In der Zwischenzeit werde ich etwas Schinken klein schneiden, um den dann auch geschmacklich noch mit reinzulegen. Ich brauche hier eigentlich gar nicht den Schinken zu schneiden. Eigentlich reicht es ja auch, den Schinken hier zu rupfen. Einfach schöne, viele kleine Stücke nehmen. Ah, ich finde den Fokus nicht. Und die dann später dazugeben. Das Wasser ist jetzt, ja, dauert doch ein bisschen länger, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist schon so kurz vorm Blubbern. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, so ewig zu warten. Deswegen würde ich sagen, hier sieht man nochmal, habe ich das Ganze schön klein gemacht. Schneide ich jetzt das Ganze auf. Die kommen jetzt ins Wasser. Und hier gleich hinterher. Gramm jeweils, 500 Gramm, man sieht hier von den Werten auch echt in Ordnung.
8 Gramm Fett, Kohlenhydrate 34 Gramm, Protein 13 Gramm. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Ich mache mal die Uhr, weil das Wichtigste ist, dass die Nudeln, die Ravioli, hier nicht zu lang drin sind, denn es ist dann richtig ärgerlich, dann schmeckt das Ganze gar nichts mehr. Bei den Italienern, wie du die Freundschaft versauen kannst, ganz einfache Regel, wenn die Sachen zu durch sind. Dann ist die Freundschaft dahin, egal wie viele Jahre. Also verhunzest du nicht, wenn du mal einen Freund hast, einen Italiener, dem du was Leckeres kochst, auf keinen Fall die Sachen zu lang durchmachen lassen, weil das ist einfach eine Art, kann man nicht beschreiben, aber das kriegen die schon als Babys. Al dente muss das sein, kann man hier bei Ravioli jetzt nicht so ganz sagen. Aber es soll auf jeden Fall nicht zu sehr durch sein. Gibt es eine einfache Regel, zum Beispiel bei Spaghetti, einfach in die Wand klatschen. Und wenn die hängen bleiben, hat man eine gute Zeit erreicht. Oder am besten immer wieder probieren. Wichtig, al dente, al dente, al dente. Also, hier habe ich es mal kurz runtergedreht. Die Sahnesoße ist soweit fertig. Man kann ein bisschen, kann auch ein bisschen Mehl dazugeben. Aber, ja, ist es nicht perfekt geworden, aber ist in Ordnung. Passt. 2 bis 3 Minuten mal angegeben. Der Rest kommt hier rein. Dann relativ einfach. Ravioli kommen in den Topf. Sahne drüber. Also ich bin da kein Koch, ja, also wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Schmeckt gut, kann man nicht viel falsch machen. Jetzt kommt noch der Trick, ja, jetzt haben wir erstmal alles einfarbig. Jetzt kommt hier drüber noch der Schinken. Dann, ja, schaut schon besser aus. Dann kommt der nächste Schritt. Käse. Normalerweise hätte ich jetzt mit Reibe gemacht, aber ich wusste nicht, ob es das auch gibt. Deswegen kommt jetzt noch etwas Parmesan drüber. Parmesan ist so geil. Da kann ich mir jeden Tag reinlegen. Bei uns war es immer so, mein Vater hat es mir nie erlaubt. Wir mussten immer nur reiben, wir durften keine Stücke haben, weil es teuer war. Und deswegen zelebriere ich das immer, wenn ich da mehr drauflegen darf, als so üblich ist. Jetzt hauen wir noch ein paar Sachen drauf. Am besten wäre natürlich jetzt sowas wie Salbei, wäre richtig geil. Wir haben jetzt das Ganze etwas grün gemacht mit einem Salatblatt. Ist nicht optimal, aber für die Optik auf jeden Fall gut. So schaut das Ganze jetzt aus. Alles klar. Jetzt kommt der Test. Hat sich die Arbeit gelohnt oder nicht? Ich sag mal so, Essen gelingt deutlich eher, wenn die Qualität gut ist. Also wenn die Produkte, die du einkaufst, hochwertig sind. Deswegen wird es bei den 99,9% der Italiener in Deutschland nicht so schmecken wie in Italien, weil die Produkte einfach minderwertiger sind. Hier haben wir geile Produkte. Selbst wenn ich nicht der beste Koch bin, schmeckt es hier richtig gut. Also, ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch, teils, wenn du mehr Rezepte willst. Dann geh auf flaviosimonetti.de, dort habe ich ganz viele Rezepte. Mach's gut, dein Flavio Simonetti, Retter der Dünnen.